Ich habe heute ein neues YouTube-Video für euch und wie euch der Titel schon verraten hat, geht es um das Thema Periodenunterwäsche. Und ich habe jede Menge Fragen von euch mit im Gepäck und möchte heute mal dazu Stellung nehmen und möchte meinen heutigen Kooperationspartner Gatju vorstellen. Diese Periodenunterwäsche habe ich schon ausgiebig getestet und kann meine persönliche Meinung gerne mit euch teilen. Und ich würde sagen, lasst uns gleich loslegen und die Fragen von euch beantworten, weil es sind jede Menge und auch viele spannende, wie ich finde. Und bevor wir starten mit den Fragen, die ihr mitgebracht habt, habe ich natürlich auch noch einen Rabattcode für euch mit Jessi30YT für YouTube. Bekommt ihr 30% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Das gilt für die ersten 100 von euch und ist ab einem Mindestbestellwert von 39 Euro gültig. Die anderen bekommen dann 28%, wie gesagt, auf das gesamte Sortiment. Also seid schnell, die Periodenunterwäsche ist richtig cool und auch immer sehr schnell vergriffen. Aber jetzt starten wir in eure Fragen. Die erste Frage ist, kann man die Periodenunterwäsche von Gatju über die komplette Periode tragen und ist sie auch für stärkere Tage gleichzeitig wie für schwächere Tage geeignet? Und das Ja, man sagt ungefähr, man braucht so an die 6 Periodenslips für eine Periode. Und da wären wir schon beim ersten Set, das ich euch auch vorstellen möchte. Das ist das Discovery Set, das besteht aus 3 Panties und in unterschiedlichen Saugstärken, was ich super gut finde. Wenn man jetzt zum Beispiel dieses Set zweimal bestellen würde, wäre man natürlich die komplette Periode ausgerüstet. Und es besteht aus Panties in unterschiedlichen Saugstärken, was ich auch richtig toll finde. Und ich werde euch die Panties jetzt mal im Detail vorstellen. Und zwar hätten wir als erstes Athena. Das hält bis zu 4 Tampons aus, ist dementsprechend auch stärker und kann auch über Nacht getragen werden. Das zweite Modell ist Minerva. Das zeichnet sich hier durch eine wunderschöne Spitze aus. Also wirklich sehr, sehr schön. Und dieser hält bis zu 3 normale Tampons. Und dann haben wir hier noch als letztes Venus. Venus ist ein Stringtanker, der ist wirklich super dünn und hat nur eine sehr geringe Saugstärke. Das ist natürlich dann perfekt für die letzten Tage der Periode. Und wie gesagt, Venus ist dann zu tragen, wenn man eigentlich schon keinen Tampon mehr braucht, so an den letzten Tagen, also so 6, 7 vielleicht. Und er kann auch ganz normal im Alltag getragen werden, weil er wirklich so super dünn ist, dass man gar nicht mehr bemerkt, dass man überhaupt Periodenunterwäsche trägt. Die nächste Frage ist, wie verhält es sich, wenn ich meine Tage sehr stark habe und reicht dann die Periodenunterwäsche aus? Kann es sein, dass sie ausläuft oder wie verhält sich das im Ganzen? Ich muss jetzt mal aus meinem persönlichen Nähkästchen reden. Ich würde sagen, ich habe meine Tage normal stark, kann also jetzt nichts sagen zu extrem starken Tagen. Da könnt ihr aber einfach euch mal durchtesten und vielleicht zusätzlich noch Tampons verwenden und die dann mal weglassen und einfach mal probieren, wenn ihr einen Tag zu Hause seid, zum Beispiel am Wochenende, wie sich das Ganze verhält. Wie gesagt, Athena hat ja die Saugstärke 4 und das ist schon eine sehr hohe Saugstärke und vielleicht startet ihr dann mal mit diesem Modell und probiert es einfach mal in Kombination mit Tampons aus. In der Regel läuft da aber nichts aus und die Periodenunterwäsche ist eigentlich auch sicher im Gebrauch. Also ich für meinen Teil hatte noch nie das Problem, dass ich irgendwo Flecken hatte oder dass ich mich unwohl gefühlt habe. Das kann ich so nicht bestätigen und wie gesagt, ich bin ein großer Fan der Periodenunterwäsche und kann sie euch nur ans Herz legen. Und für meine Zuschauerinnen, die ihre Periode sehr stark haben, wäre vielleicht das Modell Luna auch noch was. Das hält bis zu 6 Tampons aus und ist wirklich eine komplette Boxershorts, die sehr stark geschützt ist und der Schutz geht auch komplett bis ganz nach hinten oben. Also da kann in der Regel eigentlich überhaupt nichts passieren. Wie gesagt, das ist eine komplette Boxershorts. Und die ist auch definitiv auslaufsicher. Nur mal als kleinen Tipp noch am Rande.
Eine weitere Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, ist, riecht Periodenunterwäsche? Irgendwie hat man anscheinend die Assoziation, wenn Blut auf Unterwäsche trifft, dass es nach einer Zeit anfängt unangenehm zu riechen. Ich kann gleich vorweg sagen, das ist nicht der Fall. Warum? Weil Periodenunterwäsche antibakteriell ist und das Blut dann im Inneren eingeschlossen wird und dadurch keine Geruchsbildung entsteht. Was bedeutet? Erstens, ihr solltet Periodenunterwäsche nicht länger als 12 Stunden tragen und um natürlich auch lange und effektiv daran Freude zu haben, müsst ihr sie auch richtig pflegen. Wenn ihr sie dann getragen habt, unter kaltem Wasser ausspülen und dann in die Wäsche geben. Wichtig dabei ist, dass ihr sie ohne Weichspüler wascht und ansonsten könnt ihr sie ganz normal in eurer herkömmlichen Wäsche waschen. Eine weitere Frage, die ich auch richtig gut finde, wie ist das eigentlich mit Periodenunterwäsche, wenn ich unterwegs bin? Weil einen Tampon kann man ja super einfach wechseln und einen kompletten Slip ja eben nicht so einfach. Da müsste man dann die komplette Hose ausziehen und das gestaltet sich dann, sag ich mal, auf öffentlichen Toiletten schon etwas umständlich. Aber auch hier hat Got You ein Modell, das ich richtig cool finde und so auch noch nirgends anders gesehen habe und das ist das Modell Gaia. Das zeichnet sich dadurch aus, dass ihr es an der Seite einfach öffnen könnt und das hat einen genau denselben Verschluss, wie ihr ihn von einem BH kennt. Und das ist natürlich super praktisch, weil dann könnt ihr einfach unterwegs das an der Seite aufmachen. Auf der anderen Seite ist derselbe Verschluss. Und dann habt ihr, wie gesagt, einfach eine, ich würde es jetzt mal sagen, dasselbe Prinzip wie bei einer Windel. Ihr könnt es dann einfach ausziehen. Und das ist super einfach und unkompliziert. Das Modell Gaia zum Beispiel hält auch bis zu 4 Tampons, gehört also zu einem der stärkeren Modelle. Und das finde ich jetzt zum Beispiel für unterwegs auch super, dass es nicht so ein leichtes Modell ist, sondern wirklich ein Modell, wo auch alle Frauen, die ihre Tage Stärke haben, sich noch wohlfühlen. So, jetzt werdet ihr euch natürlich als nächstes fragen, was mache ich denn jetzt mit der gebrauchten Periodenpanty? Weil die möchte man ja, glaube ich, nicht so gerne dann in seiner Handtasche einfach so reinlegen. Und auch hier gibt es ein richtig cooles Gadget von Got You und zwar ist das die Wash Me Wormy Bag. Wie der Name schon sagt, ist hier in der Seite Wash Me die Seite, wo die gebrauchte Periodenpanty reinkommt und Wormy, da könnte man dann die frische Periodenpanty reinpacken. Beide Fächer sind natürlich dann unabhängig voneinander und haben innen auch noch eine Schicht eingearbeitet, dass dann nichts auslaufen kann. Und ganz ehrlich, das Design finde ich auch richtig, richtig cool und macht richtig Freude. Auch wenn man an der Periode selber jetzt, glaube ich, eher weniger Freude hat. Wie gesagt, es gibt heutzutage eigentlich keine Ausrede mehr, keine Periodenunterwäsche zu benutzen, weil sie hat wirklich einige Vorteile und vor allem auch die Wiederverwendbarkeit ist einer der größten. Dazu kommt es noch, dass die Modelle mittlerweile nicht mehr altbacken aussehen, sondern wirklich schöne Spitze eingearbeitet haben oder wir auch Modelle haben, die wirklich aussehen wie Tangas. Da erkennt man überhaupt keinen Unterschied mehr. Es fühlt sich auch nicht an, als hätte man eine Windel an. Ich glaube, das ist auch immer so ein Vorurteil, was im Kosmos rumschwirrt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ihr habt auch nicht das Gefühl, dass irgendwas nass ist oder unangenehm und riechen tut es auch nicht. Also wie gesagt, ich von meiner Seite würde immer wieder auf Periodenunterwäsche zurückgreifen. Und an der Stelle möchte ich euch noch mal an meinen Rabattcode erinnern. Und zwar ist das Jessi30YT für YouTube. Und die ersten 100 von euch bekommen 30% Nachlass auf das komplette Sortiment und der Rest dann 28. Gilt ab einem Mindestbestellwert von 39 Euro. Und das ist die beste Chance, euch mit dem Discovery Set oder vielleicht auch mit dem Modell Gaia einzudecken und euch einfach mal durchs Sortiment zu testen. Wie gesagt, falls ihr noch weitere Fragen habt, stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Und ansonsten freue ich mich bald wieder hier präsent sein zu dürfen. Ich habe jede Menge vor, dann im neuen Jahr. Da könnt ihr gerne wieder vorbeischauen. Und ansonsten lasst mir gerne noch euer Feedback da, was
euch jetzt zum Thema Periodenunterwäsche noch interessiert oder gerne auch eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt und uns einen kleinen Austausch in den Kommentaren starten. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen da und ich hoffe, bis ganz bald.